Hallo liebe Dartsportfreunde, willkommen in Ollis Dartgarage. Schafft Flight-Systeme und schafft Flight-Kombos. Darum soll es in diesem Video gehen. Denn Schäfte und Flights sind enorm wichtige Komponenten deiner Darts und können nicht nur Schwerpunkt, Flugverhalten und Steckwinkel deiner Darts im Board beeinflussen, sondern zum Beispiel auch, ob du Robin Hood kriegst, mehr oder weniger, oder ob die Darts schneller oder langsamer fliegen oder zum Beispiel du auch gröbere Deflects bekommst. Und ich spiele jetzt schon eine Weile Darts, habe auch einiges ausprobiert und damit meine ich, wie gesagt, nicht Darts als solches, sondern eben Schaft-Flight-Systeme, genauso wie verschiedene Kombos. Und möchte euch da einfach mal einen Einblick geben, welche Kombos für mich ganz gut funktionieren und von welchen ich so ein bisschen abgegangen bin und auch erklären, warum. Womit fange ich an? Am besten vielleicht mal mit den Anbietern Winbow, Red Dragon wie auch Target, die auch mit die meisten Darts verkaufen. Da sind dann auch mal die Standardschäfte mit dabei. Bei Winbow heißen die oft Prism Force, bei Red Dragon sind es die Nitrotech-Schäfte. Bei den Prism Force gibt es in den üblichen Längen Nitrotech auch, mindestens mal in drei verschiedenen Längen, meistens Small, Intermediate und Medium. Oft auch noch Zwischengrößen, auch in diversen Farben. Soweit alles prima, alles gut. Findet ihr das passende zu eurem Setup. Aber bei Winbow Prism Force Schäften sind bei mir sehr oft die sehr schmalen Ringe. Das finde ich immer nicht so dolle. Wenn da mal Darts drauf landen, dann sind die relativ schnell. Sprengt ihr diese ganz dünnen, einfachen Ringe regelrecht weg, dann sind sie halt schon mal hin. Und wenn ihr dann nicht unbedingt eure Flights locht, sondern halt einfach nur drauf schiebt, dann sieht man es, glaube ich, hier auch schon im Bild. Dann landen die Darts gerne genau dazwischen, biegen euch dann mindestens mal so ein Ding hier auf. Das hält dann noch eine kleine Weile, aber irgendwann landet dann der nächste Dart drauf und dann habt ihr regelrecht hier einen Zacken aus der Krone. Ihr seht, wie porös der inzwischen sogar schon ist. Das kann ich von Hand hier schon abnehmen. Und damit ist der Schaft dann dahin. Also Winbow Prism Force sind deswegen so Schäfte, die ich nicht so gerne spiele, weil sie halt für mich nicht haltbar genug sind. Bei Red Dragon Nitrotech eigentlich ähnlich. Das Schlimme ist, Red Dragon haut immer wieder sehr schöne neue Designs davon raus. Zum Beispiel das Iceman Design finde ich ist super schick mit diesem leichten Blau-Weiß. Dann siehst du das Alu-Cap in der transparenten, ja in dem Schaft so drin. Dazu dann wie gesagt diese Alu-Caps, die an sich ja sehr praktisch sind. Du musst hier nicht mit Ringen und so weiter rumhantieren, sondern hast nur noch den Flight. Schiebst den letzten Endes hier drauf. Der hält dann auch wirklich sehr fest, springt nicht mehr ab und so weiter. Das ist soweit gut. Aber diese Schäfte sind zum einen relativ teuer und die sind Robin Hood Magnete. Dadurch, dass diese Kante hier hinten relativ ja, so steil ist, die hat keine Abrundung und nix, landet ihr hier gerne mal so einen Robin Hood drin. Und wo habe ich denn hier? Da ist zum Beispiel so ein schöner Giftgrüner. Ich denke, man kann es sehen. Dann biegt man sehr schnell die Arme hier hinten auf. Wenn es Alu ist, man kann sie ja noch vielleicht so ein, zwei Mal kannst du sie zurückbiegen. Hier habe ich auch noch so ein weißen Schaft, da ist vor kurzem Robin Hood drauf gelandet, man sieht es auch, da ist ein so ein Beinchen halt weggebogen, aber es kann auch direkt passieren, dass, so wie hier, ihr direkt komplett so einen Alu-Arm dann rausbrecht und dann hält der Flight ja so halbwegs, wenn man ihn nur irgendwie zwischen zwei, drei klemmen kann, geht es noch so ein bisschen, aber dauert nicht lange, also das ist nicht schön. Die Dinger spielen sich leider sehr schnell runter oder biegen sich immer so drauf und im Verhältnis, finde ich, sind sie dafür zu teuer. Auch hier der Gary Anderson Blau-Gold, das passt. Also vom Design sind die teilweise wirklich schön, aber Haltbarkeit ist so ein Thema, würde ich jetzt nicht weiter kaufen. Meistens nur noch so rein aus Design, um schönes Setup zu haben, aber immer wenn ich sie spiele, denke ich mir so, meine Güte, warum hast du dir schon wieder diese Red Dragon Nitrotech gekauft? Es gibt aber eine schöne Alternative, wie ich finde, und die kommt tatsächlich von Winbow. Mein Red Dragon und Winbow sind E1. Bei Winbow heißen die dann die Vectra-Schäfte. Die sind gleiches Prinzip, hinten ein Alu-Cap, aber einfach besser gemacht, weil die dieses Manko, dass du so schnell Robin Hoods hast, dadurch ausbügeln, dass die hinten hier viel schmaler auslaufend sind und kannst dir genauso wieder hier so, bapp, ne,
Jetzt habe ich wieder die falsche Brille auf, dann sehe ich das nicht richtig, macht nichts. Hinten drauf schieben, halten genauso fest. Gibt es nicht in ganz so vielen verschiedenen Designs wie die jetzt von Red Dragon, aber ausreichend in Schwarz-Anthrazit, in Rot und so weiter. Da findet man schon das Passende in der richtigen Länge. Finde ich zumindest, sind definitiv haltbarer als die Nitrotec-Schäfte und dazu preisgünstiger. So gesehen ist das für mich schon mal eine bessere Alternative. Und was mir noch besser gefällt, was ich neuerdings recht viel gekauft habe, sind jetzt von Mission die Saber-Schäfts, heißen die. Sind auch gleiches Prinzip, sehr haltbare Schäfte, die übrigens auch nicht abbrechen oder so. Also hier ist mir bisher noch keiner großartig abgebrochen. Die Schäfte selber sind sehr haltbar. Oh, es geht meistens um die Alu-Caps und ob du da hinten Robin Hoods hast. Die Saber-Schäfte sind hier nochmal ein bisschen noch dünner auslaufend als die Winmore Vectra. Gleiches Prinzip, dass sie einfach den Flight hinten draufsteckt und erhält super zuverlässig. Und ich finde hier mit am wenigsten Robin Hoods, die Alu-Caps wegbiegen. Und je nachdem, wenn ihr kurze, also Standardspitzen spielt, mit einer Barrel Nose, die so leicht abgeflacht ist, dann biegen normalerweise, biegt dann auch schon die Barrel Nose, bevor der Point quasi angreifen kann an diesem Alu-Cap, biegt quasi der Dart-Pfeil schon den Flight so auseinander und damit dann die Spitze quasi nach oben an diesem Schaft vorbei, dass das, finde ich, bei diesen Mission Saber Shafts mit am besten funktioniert, bei solchen Flights, die ein Alu-Cap hinten drauf haben. Preis-Leistung finde ich da ist deswegen echt fair. Also Alternative zu den Red Dragon Nitrotec Schäfte sind bei mir jetzt inzwischen die Mission Saber Shafts. Da habe ich mir einige in verschiedenen Längen angeschafft und die spiele ich sehr gerne. Bin auch mal ein bisschen bequemer. Ich mag das einfach, zack, Flight hinten drauf und dann hast du grundlegend keinen Stress. Wenn es dann lang genug hält zu einem günstigen Preis, kann man da wirklich nicht meckern. So, das ist meine Alternative zu diesen Schäften mit Alu-Caps. Jetzt vielleicht nochmal Target habe ich eingangs ja auch erwähnt. Ich muss mal kurz auf den Tisch gucken, ich habe so viel Zeug rumliegen. Und zwar im Vergleich zu diesen Winmore Prism Force Schäften, sage ich mal, nehmen sich die Target Pro Grip Schäfte genau auch nichts. Die haben genauso einen dünnen Alu-Ring wie zum Beispiel auch hier bei den Dimi Vandenberg Dingern. Die sind jetzt noch ungespielt, aber ihr seht auch, da ist ein super schmaler Ring drauf. Dauert nicht lange, dass euch entweder hier hinten der Dart einen Robin Hood macht, also genauso wie er den Zacken da aus der Krone rausbiegt oder rausbricht und genauso, wenn er mal dran vorbeigeht, dann dauert es nicht lange, dann ist der Ring einfach abgesprengt und die Flights fliegen dann schon irgendwann komplett lose, einfach in der Gegend rum. Das ist relativ schnell nervig, also da müsst ihr dann früh austauschen, wenn ihr das nicht haben wollt. Die Dinger zu lochen, finde ich, macht bei diesen dünnen Ringen auch nicht wirklich einen Sinn, dass sie dann fester stecken. Also da ist die Alternative meines Erachtens einfach nicht die Pro-Grip-Schäfte zu nehmen von Target, die finde ich taugen da auch nicht so viel, sondern, jetzt muss ich ein bisschen suchen, da sind sie mit meine Lieblingsschäfte, sind die Harrows Super Grip Fusion oder auch Fusion X. Die gibt es in einfarbig, in Two-Tone und relativ preisgünstig. Das Schöne bei den Harrows Super Grip Fusion ist einfach, die haben einen deutlich stabileren Ring. Ist zwar auch kein jetzt doppelter Edelstahlring mit so einer Feder oder so, aber die sind dick genug, dass ihr die Flights auch lochen könntet, wenn ihr wollt. Aber dieser Ring ist ein bisschen abgerundet, weswegen ihr da jetzt auch nicht so krasse Robin Hoods habt. Und wenn euch mal einer drauf landet, ich glaube, hier hat man es schon ein kleines bisschen gesehen, auch das passiert hier schon, dann biegt er sich halt leicht weg und bricht aber nicht so schnell ab. Also die Super Grip sind wirklich deutlich haltbarer. Hier habe ich zum Beispiel auch so eine Kombi, ist auch ein Super Grip Schaft. Habe ich den schon irgendwie runtergespielt? Nö, der sieht eigentlich noch richtig gut aus. Und das ist für mich die preisgünstige, haltbare Alternative zu, ich sag mal, den Winmore Prism Force oder den Target Pro Grip Schäften. Greife ich da immer ganz gerne zu den Harrows Super Grip Fusion oder Fusion FX. Ja, gerade auch in dieser Kombi mit den Flights, wo ich das sehe, da gibt es wirklich einige, die ich sehr gerne spiele. Meistens Standard Flights, die ganz normal großen oder die etwas schmalere Form. Da habe ich bisher noch nicht viel experimentiert. Aber so wie es hier am Setup zum Beispiel gerade dran ist, Pentathlon Flights, das sind wirklich teilweise schöne Designs, aber auch super haltbare 100 Mikron Flights spiele ich meist.
Also die zerfetzen dir da auch nicht so schnell. Habe ich wirklich gute Erfahrungen. Hier ist auch so ein Pentathlon Flight, der ist schon ein bisschen gespielt, auch gelocht. Die sind wirklich extrem haltbar für das geringe Geld, was ihr für die Dinger zahlt. Hier ist auch nochmal ein schöner Pentathlon Flight mit so transparentem Design und Muster. Also da finde ich, gibt es schöne Formen bzw. schöne Designs und wirklich haltbar für das, was man da bezahlt. Ist eine Kombi, die ich so zum Beispiel gerne spiele, unabhängig mal jetzt von dem Nitrotech-Schaft. Und dazu dann meistens Flights auch von Schott. Schott hat sehr schöne Designs, aber auch sehr haltbare Flights. Wo ist denn hier einer von meinen Lieblingsflights zum Beispiel? Das sind ja die Schott Odin Spare. Die gibt es in ja, so blau-weiß oder auch in schwarz-weiß. Habe ich den hier gerade auf dem Tisch liegen? Nö, ich glaube, ich auch nochmal eine blau-weiße Kombi. Ja. Aber ist egal. Schott Flights habe ich sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Pentathlon Flights, wirklich sehr stabile Dinger. Es gibt auch die, was ist denn das hier, die Winmow. Wie heißen sie? Da muss ich selber noch mal kurz reinschauen. Heißen die Prism Force? Ja, genau. Die Winmow Prism Force Flights im Vergleich zu den Schäften spiele ich auch sehr gerne, weil natürlich die im Laufe der Zeit dahin dann auch mal ausfleddern. Und wenn die dann gerade hier mitten auf dem Kreuz mal so ein bisschen auseinandergebogen sind, dann könnt ihr da tatsächlich auch direkt mal einen Bouncer kriegen oder euch bleibt statt einem Robin Hood der Dart hier genau im Flight direkt stecken. Das ist halt eine andere Art von Robin Hood, aber allgemein finde ich, sind das auch Flights, die recht haltbar sind für das Geld, was die so kosten. Ganz anders zum Beispiel, was sind das hier für welche? Die Alchemy Flights habe ich mal alternativ ausprobiert, haben teilweise sehr, sehr schöne Designs, aber die fleddern super schnell aus, sind leider nicht so haltbar, behalten dann auch nicht so die Form, da bist du immer wieder am rechten Winkel hinbiegen. Das sind zum Beispiel so Dinger, die finde ich da jetzt nicht so geil in Kombination. Hier haben wir auch nochmal so einen schönen, ich glaube, der heißt Mohor oder so, Design. Also Winmow Prism Force, schöne Flight-Auswahl, super haltbare Flights. Die spiele ich immer wieder gerne auf verschiedenen Setups. Aber komme ich kurz nochmal zurück auf die Harrows Super Grip Fusion Schäfte. Wie gesagt, ich finde, die sind sehr preisgünstig. Da gibt es anständige Größen, sehr schöne Farben und Farbkombis zu einem günstigen Taler. Die haben immer diesen sehr dicken Schaftring, der wirklich gut haltbar ist. Meistens auch von der Klemmung finde ich so gut, dass man die Flights nicht extra lochen muss. Trotzdem hast du da nicht so krasse Robin Hoods, nicht so viele. Und wenn, dann bricht da halt der Zacken nicht raus. Und eine etwas haltbarere Alternative sind auch von Harrows die Carbon-Schäfte, zumindest, ich muss hier mal die Schrift suchen, aber warte, die ist ja schon so ein bisschen runtergespielt, die heißen auch Carbon Super Grip, einfach nur Harrows Super Grip Carbon, jawohl, so, die sind wirklich super haltbar, hier habe ich einen Mission Flight zum Beispiel drauf, der ist auch schon ordentlich zerfetzt und angespielt, so angefressene Flights, also da bin ich nicht so ein Freund von, die würde ich dann halt schnell wechseln, das ist aber das Schöne bei diesen Falt-Flights, die kannst du halt dann schnell einfach zack, austauschen, draufschieben, aber von den Schäften her muss ich sagen, sind bisher diese Harrows Carbon. Ich habe schon viele andere auch Carbon-Schäfte ausprobiert. Die waren dann teilweise nichts, sind teilweise auch ganz schnell hier oben abgebrochen. Komischerweise bei denen muss ich sagen, Harrows hat irgendwie ein Händchen für gute Schäfte. Die sind auf jeden Fall sehr haltbar und immer irgendwie eine Wahl, wenn ich so Setups spielen mag. Da gibt es auch noch andere Schäfte. Jetzt muss ich wieder über den Tisch wandern. Und zwar Schott macht in Teilen auch Carbon-Schäfte. Ich weiß jetzt nicht, wie die heißt, diese etwas schmalere Form. Bei denen habe ich genau das Problem. Ich denke, man sieht es auch im Bild. Hier gehen mir tatsächlich genau die Dinger dann, die Zacken, raus. Deswegen kann ich die nicht so empfehlen im Vergleich zu den Harrows Super Grip Carbon. Aber wo ist er denn hier? Mein Schott Roby John Rodriguez, der hatte auch die neueren Schott Carbon Flights in der, nicht Flights, sondern Schäfte in der Standardform. Die sind ja bei Schott hier auch mal vorgelocht. Das habe ich auch in dem Review gezeigt. Und der ist bislang hier wirklich haltbar. Das sind auch Flights, wo ich sagen würde, von der Qualität, die kommen auch sehr schön an die Winmow Prism Force dran. Design ist ja immer so Geschmackssache. Ich mag das mal mit ein bisschen Transparenz und so weiter. Aber von der Haltbarkeit, muss ich sagen, sind die Shot Flights auch hier wieder mal wirklich sehr schön zusammen mit diesen Carbon-Schäften. So, jetzt war ich gerade beim Thema Carbon. Und dann gibt es noch
andere Schäfte auch wieder von, doch, ist doch Harrows, ne? Die Carbon ST, genau. Wer gerne hinten Grip und so weiter mag, das ist jetzt so ein Shaft-Flight-Ding, das habe ich schon wirklich ewig. Die halten einfach. Also da ist mir, ich glaube, ein einziger bisher wirklich mal gebrochen. Die ermüden halt irgendwann hier hinten und dann ist halt Carbon auch irgendwann mal hinüber. Vom Design, ja, je nachdem, kann es mal ganz gut zum Setup passen. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr haltbarer Schaft. Und das hier sind dann hinten mal diese richtigen krassen 200 Mikron, glaube ich, Bulls Molded Flight. Die sind auf jeden Fall mega haltbar. Hier ist wieder das einzige Problem, dass diese ganz dicken 200 Mikron Molded Flights extreme Deflects produzieren können. Je nachdem, wie dann der nachfolgende Dart hier drauf kommt, die prallen dann förmlich ab und landen aber manchmal ganz schön weit von Feldern, wo du gar nicht drauf spielen magst. Deswegen bin ich so ein bisschen von diesen ganz festen Molded Flights ab. Aber so in dieser Kombi vom Steckwinkel, Flugverhalten und so weiter haben die auch ganz gut funktioniert. Da gab es dann jetzt so eine Übergangsform, ich weiß nicht wie lange, ist schon ein bisschen her. Das sind auch Harrows und zwar, ich glaube, die heißen 360. Das ist so eine Mischung aus wieder mal einem schön stabilen Schaft mit hinten einem Carbon Cap. Und das sind dann so ganz leichte, nicht wirklich Spinner. Also die sind so fest, dass die sich mal wegdrehen könnten. Aber das war dann auch so ein Grund, ja, von denen war ich auch nicht so angetan. Ich habe es mal ausprobiert und bislang waren sie recht haltbar, aber ich dachte schon, dass die sich so ein kleines bisschen mehr vielleicht wegdrehen, obwohl ich jetzt auch nicht so der Mega-Spinner-Spieler bin, aber die Harrows Carbon 360 heißen die, sind definitiv auch schöne haltbare Schäfte für einen günstigen Taler, aber halt nicht so meins. So, dann einfach mal so ein Alu-Schaft hier auch kurz ins Bild. Das ist ehrlich gesagt einfach nicht meins. Alu-Schäfte spiele ich nicht so gerne. Vom System her ist es auch relativ einfach, dass ihr hier hinten eure Flights reinklemmen könnt. Was mir bei Alu aber nicht so sehr gefällt, ist, sie sind meistens sehr, sehr leicht vom Gewicht. Da finde ich die Standard-Schäfte mal ein bisschen besser. Und die drehen sich auch relativ leicht mal lose. Wenn andere Darts hier auf den Flight draufkommen, dann bist du immer am Festdrehen. Also musst du irgendwie hier mit Teflonband oder so die ein bisschen befestigen oder Gummiringe. Das ist mir einfach zu fummelig, finde ich da nicht so gut. So, dann mache ich vielleicht mal einen kurzen Zwischenstand. Ich glaube, das war ein kleines bisschen durcheinander. Also Schäfte, von denen ich mich eigentlich getrennt habe, das sind auf jeden Fall diese Winmore Prism Force und die Target Pro Grip Schäfte. Eine Alternative dazu für mich, die deutlich länger hält, aber auch oft preisgünstiger ist, sind von Harrows die Super Grip Fusion oder Fusion X Schäfte, genauso wie die Harrows Carbon. Also eigentlich eine stabile Bank. Harrows weiß offenbar, wie man gute Schäfte macht. Das gleiche bei Nitrotech, diesen Red Dragon Nitrotech Schäften. Leider kaufe ich sie ab und zu trotzdem noch, weil sie halt vom Design schön sind. Wohlwissentlich, dass das Robin Hood Magneten sind. Die bessere Alternative in Bezug auf auch Haltbarkeit und Spielbarkeit für mich sind da von Winmo die Vector Schäfte. Und noch ein bisschen besser, finde ich, sind tatsächlich die Mission Saber Shafts. Und was ich hier auch nochmal mit reingebracht habe oder einfach jetzt auch ausschließen würde, Alu-Schäfte, wie gesagt, sind nicht meins. Die drehen sich zu schnell lose und können sich ab und zu auch mal so ganz leicht verbiegen. Und das ist auch das Stichwort bei den Unicorn-Schäften. Hier ist dann so eine Elements-Kombi. Da habe ich die Erfahrung gemacht, dass die leider häufiger genau an der Verschraubung dann abbrechen. Dann hast du halt genau diese Scheißfrickelei, das aus dem Barrel wieder rauszukriegen. Dafür gibt es ja die passenden Shaft-Removal-Tools. Aber ja, dafür wurden die offenbar erfunden. Keine Ahnung, was Unicorn da macht. Aber nach meiner Erfahrung, gerade die Verschraubung haut es da gerne mal weg, wenn die Darts irgendwo halt rausbouncen oder auf den Boden fallen. Und das hier ist ein inzwischen ziemlich hässlicher und auch leicht verbogener Unicorn-Gripper-Schaft. Ja, der ist nicht mehr ansehnlich. Wie gesagt, hat auch eine leichte Banane drin. Ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Und die sind auch hier von dieser Aufnahme relativ weich. Da hast du gerne mal einen Robin Hood. Bricht zwar nicht direkt raus, aber ja, vom ganzen Feeling und so weiter, finde ich, sind das auch so Schäfte. Mit den Michael Smith Darts war das eigentlich sehr schön und passend, aber spiele ich auch nicht mehr. Ist quasi hier auch die Kategorie lieber nicht.
So, habe ich mal ein bisschen Platz geschaffen und komme vielleicht mal zu den Shaft-Flight-Systemen. Ganz klar wird denn jeder sagen, ja, L-Style, ne, das ist das System. Natürlich, das habe ich auch ausprobiert und spiele es durchaus gerne, aber auf meinen Setups tatsächlich gar nicht so häufig. Der Grund ist einfach auch der Preis. Ich meine, es gibt viele schöne, ja, Schäfte, es gibt jede Menge geile auch Flight-Designs und so weiter. Das stimmt schon, aber es kostet halt auch eine Kleinigkeit. Ist definitiv ein sehr haltbares System. Gerade die Flights sind auch aus einem Material, finde ich gut. Die sind relativ flexibel, auch ein bisschen empfindlicher halt. Musst du halt aufpassen, dass die nicht irgendwo gequetscht lange rumliegen, sonst kriegst du die Form sehr schwer wieder raus. Aber ansonsten behalten sie ihre Form, wenn du pfleglich mit denen umgehst. Halten definitiv länger auch als hier die von mir bevorzugten Prism Force oder Shot Flights. Also alles, was Standard ist, das überstehen die mehr als doppelt und dreifach. So gesehen sind sie diesen höheren Preis definitiv auch, sage ich mal, wert. Auch die Schäfte sind haltbar. Mir ist da noch nie einer großartig kaputt gegangen. Vor allen Dingen das Gewinde ist eigentlich immer sehr, sehr haltbar. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, ist, dass diese Aufnahme hier hinten manchmal ein bisschen weit auseinander geht, doch im Laufe der Zeit ein bisschen weicher wird. Und wenn du hier so Alu-Champagne-Caps hinten drin hast, die sind ja auch mal vorgelocht, zumindest bei den, ich glaube, Pro heißen die. Es gibt noch andere, diese Easy Flights, da ist dieses Cap schon mit integriert, dann brauchst du sie nur draufschieben. Aber hier bei der Standardform hast du dann nochmal entweder weiche Caps, die manchmal mitgeliefert sind, oder halt solche Alu-Caps in verschiedenen Farben. Dann schiebst du dir das Shaft-Flight-System ja hier soweit zusammen, dass auch die Flights hier gut unterstützt sind, haben vorne auch so eine leicht verhärtete Kante. Also sind definitiv super haltbare Systeme. Aber wie gesagt, wenn die Beinchen manchmal ein bisschen, ja, lasch, lose werden, dann schiebt er sich manchmal neben diesen Ring. Wenn du nicht aufpasst, hast du genau dann Robin Hood, weil der da drin stecken bleiben kann und biegt sich dann noch mehr auseinander und wird weicher. Dann ist das so ein Ding, wo ich dann sage, gut, den kannst du jetzt austauschen. Oder ich habe Robin Hoods gehabt bei den weichen, also Kunststoffkappen. Wenn du da dann einfach mal mit dem Dart gut triffst, dann kann es schon mal sein, dass du hier genau ein Loch reinschießt, dann bleibt er halt da mal hängen. Aber ansonsten ganz, 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 ganz selten Robin Hoods mit diesem System, soll es ja auch vermeiden. Ich finde auch eher geringe Deflects, also hier prallen die Darts nicht so dolle ab, dass die sonst wo in den Feldern landen. Ich finde, die sind hier von, wie sagt man das denn, von der Weichheit, sind ja keine 100 Mikron, ist glaube ich ein bisschen mehr, auf jeden Fall wirklich schön. Trotzdem spiele ich gar nicht so viel L-Style, obwohl ich da einige Komponenten habe, vor allem gerade von den Flights. Ich finde es immer noch schade, dass die nur zweiseitig bedruckt sind, nicht etwa vierseitig. Aber es gibt geile, teilweise auch ein bisschen so seltene Designs und so weiter. Das ist auch schön halt für die Sammelleidenschaft. Ich habe wirklich viele L-Style-Flights, aber weniger Setups, die ich spiele. Das liegt aber auch ein bisschen daran, dass ich finde, ich weiß nicht, woran es liegt, ist auch ein bisschen eher ein subjektiver Eindruck, aber ich habe das Gefühl, mit bestimmten L-Style-Flight-Kombinationen, wie zum Beispiel auch die Dimple-Flights, fliegen die Darts insgesamt ein bisschen langsamer als mit anderen Setups. Weiß nicht, wie es euch geht, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Und das zweite Ding ist, ist auf jeden Fall kein so preiswertes System. Also Schäfte kosten schon mal eine Kleinigkeit, Flights kosten eine Kleinigkeit. Wenn ihr dann noch mit Gomus arbeitet, dass euch die Dinger da nicht schnell rausdrehen und dann noch Champagne Rings und so weiter, dann kommt da schon ein kleines Sümmchen zusammen, nur um L-Style zu spielen. Was ich denke, da gibt es durchaus auch Alternativen, die genauso gut funktionieren. Eine habe ich hier liegen und es ist so mein kleiner Favorite, und zwar ist das von 180. Das sind die Weiß-Shafts und haben eigentlich ein sehr ähnliches System. Von 180 gibt es auch die entsprechenden Caps, die haben ein bisschen eine andere Form. Die sind spitz zulaufend mit so einer kleinen Rille und haben ein gerades Cap, also nicht so eine ganz genaue Rundung wie von L-Style. Deswegen passen die Caps wiederum auch nur mit einem speziellen Flightlocher natürlich auf das 180 Weiß-System. Aber diese Schäfte sind auch super schmal zulaufend, und wenn ihr die dann hier entsprechend auf diese Caps draufdrückt, dann hat man im Prinzip mit ganz normalen Standard-Falt-Flights, die ich ja sehr gerne nach wie vor spiele, eine sehr preisgünstige L-Style-Alternative. Und die Polycarbonat-Schäfte von 180, muss ich mal sagen, sind auch super haltbar.
Die gibt es in Two-Tone, die gibt es in schönen Farben. Ich muss das hier mal beiseite räumen. Hier habe ich so einen schwarz-weißen zum Beispiel in Kurz mit einem schwarzen Cap. Das ist dann Mission Flight, der hier hinten drauf ist. Das ist so ein lilafarbener. Der hat normalerweise einen Standard Zweifach-Dreifach-Ring hinten drauf. Da muss ich sagen, die sind Mist. Also wenn ihr die 180 Weißschäfte so spielt mit einem Standard-Flight hinten drauf, die springen sehr schnell ab. Das ist nervig, da würde ich auf jeden Fall die Flights immer mal lochen. Viel geiler ist aber direkt diesen Weißcap-Locher zu holen. Der ist auch nicht teuer, viel günstiger manchmal als die normalen Flight-Locher-Dinger. Und mit diesen Caps habt ihr, finde ich, eine sehr preisgünstige und auch sehr variable, weil ihr wirklich alle Fight-Flights da einsetzen könnt, Elstyle-Alternative. Also die 180 Weißschäfte, auch super haltbar. Die kannst du nicht mal eben so wegbrechen und so. Die sind deutlich haltbarer als viele andere Carbonatschäfte. Darum würde ich sagen, 180 Weißschäfte, auch eine super Geschichte, spiele ich sehr, sehr gerne auch auf vielen Setups. So, bringe ich auch hier mal ein kurzes Zwischenfazit zu L-Style oder halt meine Alternative, dem 180 Weiß-System mit dem Caps Lock. Ja, L-Style definitiv ein super System, kann ich eigentlich nichts Negatives zu sagen, funktioniert super. Ich habe, wie gesagt, das Gefühl, das fliegt teilweise in den Setups ein bisschen langsamer, als ich es so gewohnt bin oder haben möchte. Ich finde es schade, dass es immer nur zweiseitig bedruckte Flights sind, dürfte gerne auch mal vierseitig sein, aber ansonsten, ja, ist es auch eher so ein Preisthema, dass für mich halt die 180 Weiß-Geschichte mit dem Caps Lock im Prinzip die wirklich günstige und auch sehr gut funktionierende Alternative mit Standard-Flights ist. Hier habe ich dann auch die Möglichkeit, genau die Flights zu nehmen, die mir einerseits vom Design gefallen, zum anderen aber auch von ja, Mikron, also hier Festigkeit und so weiter, dass ich weniger Deflex habe, die Flights gut anspielen kann, die richtige Größe, die richtige Form wählen. Da ist einfach deutlich mehr Auswahl. Und ich finde, dass diese Weißschäfte extremst haltbar sind. Da ist mir noch keiner bislang kaputt gegangen. Und auch da gibt es gute Längen und eine schöne Auswahl. Aber auch hier habe ich nochmal so zwei ja, Sonderformen vielleicht von meinen beliebten Harrow Super Grip Fusion Shafts. Die passen nämlich auch sehr, sehr schön zu diesen L-Style Flights mit den Caps. Lassen sich da drauf schieben und schon habe ich einen günstigeren Shaft, den ich für L-Style benutzen kann. Und umgekehrt, das gleiche gilt für die Weißschäfte von 180. Hier habe ich einen L-Style Easy im Prinzip, wo die Kappe ja mit integriert ist. Lässt sich nämlich ebenso einfach hinten drauf schieben. Zack, und das ist auch das, was ich so mag. Und kein Stress mit Robin Hoods, kein Stress mit gröberen Deflects, kein Stress mit, dass die Darts hier eng gruppiert aneinander vorbeirutschen können. Und du hast eigentlich sehr, sehr geringen Verschleiß und im Prinzip genau das, was du da spielen magst. Und wenn ich die nochmal beiseite räume, dann gibt es noch ein weiteres System, an das ich mich langsam immer mehr gewöhne, was ich wirklich cool finde, und das sind die von Cosmo. Denn hier finde ich einfach sehr schön, du hast extrem viel Auswahl, da kann man sich aber auch wirklich ein bisschen mit beschäftigen. Erstmal muss ich ein bisschen einlesen an Längen und Varianten, was die Schäfte anbelangt. Und dazu ist das hier von den Flights ein super einfaches System. Ihr seht, es sind zwei Komponenten, so ein Molded Flight und einfach so eine Aufnahme, die werden aufeinander gesteckt und dann macht das hier einfach Klick. Und dann hast du ein sehr festes System, also ganz normal Standardsystem. Und hier hast du null Robin Hoods, hast sehr stabile Flights, bisschen stabiler teilweise als die 180. Als Alternative gibt es die sogenannte Airfit, heißt es, Variante. Das sind ein bisschen dünnere Flights, die fast noch ein bisschen sensibler sind als von L-Style. Auch hier immer super easy, also Shaft, Flight, zack, drauf damit, wenn du Spinner oder so spielen willst. Die super dünne, schlanke Schaftform ist jetzt nicht mein Ding, aber auch hier, um es mal auszuprobieren, gleiche Schaftlänge, wenn du sagst, den will ich als Spinner spielen, zack, genauso drauf machen und schon hast du super easy Spinner. Da springen dir aber auch die Flights nicht so schnell ab. Also das ist wirklich ein System, da lohnt es sich, glaube ich, mal auszuprobieren. Sehr, sehr viele Möglichkeiten auch an Flights und Flightformen und so weiter. Also ich glaube, da können sich Profis, die wirklich jedes Quäntchen an ihrem Setup optimieren wollen, richtig gut austoben. Macht mir auf jeden Fall eine Menge Spaß. Cosmo Fit Flight, glaube ich, heißt es, ist wirklich ein cooles System. Da gibt es dann zum Beispiel ja auch dieses 8-Flight-System.
Da ist das dann so, dass man die Flights im Prinzip hinten drauf schraubt. Funktioniert soweit ganz gut, aber ich habe das mal kurzfristig ausprobiert. Mir scheint dieses System so ein bisschen hecklastig dann immer zu werden bei den Darts. Ich weiß nicht, woran das liegt, am Gewicht. Ich habe das jetzt auch nicht alles genau ausgewogen und so weiter. Das ist jetzt eher so ein subjektiver Eindruck. Aber 8-Flight, ja, ist irgendwie auch nicht ganz so verbreitet. Und eigentlich ist es hier so mit dem Schrauben und so weit an sich auch ganz okay. Trotzdem muss ich mal sagen, im Vergleich habe ich jetzt einfach bei Cosmo zack drauf. Ja, das ist einfach einfacher, das geht in Sekunden, hier gibt es mehr Auswahl und wahrscheinlich deswegen, würde ich mal sagen, hat sich Cosmo hier immer mehr auch an Beliebtheit erfreut und durchgesetzt. Es gibt auch Systeme, was habe ich dann noch ausprobiert? Ja, Q-Soul zum Beispiel. Tero, wie heißen die Dinger hier? AK7 mit AK4 Schäften und Flights. Das ist einerseits ein Spinner und zum anderen haben die hier so ein Federsystem. Eigentlich auch recht clever. Vom Gewicht wären sie auch leicht hecklastig, je nachdem, welche Länge man spielt. Ist aber sehr, sehr haltbar. Also das hier ist ein System, das habe ich schon vor anderthalb Jahren oder so. Das hat auch hier teilweise schon richtig angefressen mit so Löchern. Da kommt dann schon die Feder da unten raus. Aber nach wie vor, es hält. Hat auch ein bisschen mehr gekostet. Da gibt es auch nicht ganz so viele geile Designs. Ist auch so ein richtig angeknabberter Flight inzwischen. Aber von der Haltbarkeit und so, finde ich, kann man hier bei Q-Soul definitiv nicht meckern. Mal so als Alternative, wenn man wirklich was anderes spielen will, kann das durchaus was sein. Ich finde, da gibt es nicht so viel Auswahl. Die Farben sind so ein bisschen komisch, halt ja so asiatisch. Und das Federsystem an sich mit den Spinnern funktioniert sogar ganz gut, weil ich finde, die drehen nicht zu leicht, aber auch nicht zu schwer, dass sie tatsächlich noch den nachfolgenden Darts einfach Platz machen, wenn die gut platziert sind. Aber wenn die Darts im Board landen, die Feder macht manchmal so ein kleines Ploing-Geräusch. Also wenn einen das stört, dann sind es nicht so die richtigen Systeme. Aber mal ausprobieren. Ich kann zumindest hier, finde ich, jetzt über die Haltbarkeit und so weiter nichts Negatives sagen. Da gibt es keine Robin Hoods, da gibt es keine groben Deflex. Haltbarkeit ist super, Preis ist dafür vollkommen in Ordnung, günstiger als Elstyle auf alle Fälle. Also auch gar kein so schlechtes System. Gibt auch komplett hier Shaft-Flight-System von Q-Soul. Ich weiß jetzt nicht, wie das genau heißt. Boah, da steht es irgendwie ganz klein drauf, aber ist egal. Also das gibt es auch von Q-Soul, spiele ich auch oder habe sehr, sehr lange gespielt. Super System, ja, nichts, sag ich mal, Weltbewegendes vom Design oder so, aber für einfach nur einfarbig draufschrauben, Spaß haben, da geht einfach nichts kaputt. Die Form, ja, ist nicht mehr so ganz rechtwinklig, kann man sich aber so ein bisschen immer noch zurechtbiegen. Aber auf jeden Fall kann ich dazu auch nichts Negatives sagen. Was sich natürlich auch immer größerer Beliebtheit erfreut, ist dann das Condor X-System. Das, muss ich mal sagen, ist, was Haltbarkeit anbelangt, das haltbarste System, das ich jemals ausprobiert habe. Also diese Flights sind ein bisschen härter, hörst du ja auch. Vor allen Dingen, wenn auch die Darts aufeinanderprallen, dann macht es so ein ja schon krasses Kunststoffgeräusch. Die Flights behalten definitiv ihre Form, selbst wenn du die mal gequetscht irgendwo längere Zeit in der Tasche oder so hast. Also das ist, glaube ich, so ein Harz mit irgendwie Kunststoff oder so gemischt. Super haltbares System. Alles, was du bemerken wirst, ist, die zerkratzen im Laufe der Zeit. Auch leider immer nur zweiseitig oder so wie hier bei den African Warrior Flights sogar nur eine Seite bedruckt. Ansonsten ringsum nix. Aber super krasses System. Also eigentlich alles, was du ausmerzen möchtest, ist hier ausgemerzt. Du kannst bei diesem System keine Robin Hoods haben. Es gibt hier so eine ja förmlich eine Führung für die Points, dass der Dart hier regelrecht an den anderen auch nur vorbeigleiten kann, also sich sehr eng gruppieren lässt. Deflects können mal ein bisschen gröber sein, ja, dadurch, dass das so hart ist, können die hier so trampolinmäßig schon ein bisschen größer mal ausfallen. Hängt jetzt davon ab, wie steil du die Darts auf das System, also auf den Dart spielst. Wenn du eher einen flacheren Steckwinkel hast und die Darts so ganz leicht drunter drüber legst, dann würde ich sagen, dann ist es auch ein System, was du gut spielen kannst. Vor allen Dingen muss ich mal sagen, das ist ein System, da fliegen die Darts extrem schnell. Also wenn auch Speed so dein Ding ist, dann würde ich sagen, Condor X auf jeden Fall mal ausprobieren. Preismäßig, ja, sind wir auf dem Niveau von, sagen wir mal, Elstyle-Komplettausstattung. Aber eins der haltbarsten Systeme, sehe ich auch immer mehr Leute damit spielen, zumindest auch ausprobieren, die ich so kenne.
gibt die flexiblere Form, die bei EDA dann auch ganz beliebt ist, wo sich die Schäfte noch so ein bisschen beiseite biegen lassen, dass die Platz lassen halt für die anderen Darts, dass die halt im EDA-Board gut stecken. Für Steel Darts gibt es diese harte, feste Condor X-Form. Kann ich auf jeden Fall nichts Negatives zu sagen. Ist ein super krasses System. Mir persönlich ein bisschen zu schnell in der Luft. Wo L-Style mir zu langsam ist, ist mir halt hier Condor X ein bisschen zu schnell. Und ich mag es immer mit einem bisschen steileren Steckwinkel. Und wenn ich dann diese Darts, also vor allen Dingen auf dem Flight, anspiele, habe ich für mich zu große Deflects. Deswegen ist für mich eher so eine Kombi wie halt hier von mir aus L-Style oder das 180 Vice Shaft Flight System. Oder was habe ich noch gesagt? Hier meine Harrow Super Grip Fusion, meine Mission Saber, meine Winmore Vectra. Das sind so Systeme, die ich halt sehr gerne in genau dieser Kombi spiele, weil sie da für mich auch geringe bis gar keine Robin Hoods haben. Ich habe kaum Deflects, kann halt meine Flights auch anspielen, um dann noch in dem passenden Doppel oder Triple zu landen. Ich habe hier keinen Stress, dass mir die Verschraubung bisher irgendwie groß abhanden gekommen ist, also dass ich da mit so einem Shaft Removal Tool irgendwie rumhantieren musste. Das ist wirklich mega nervig, wenn du dann so ein Ding nicht aus dem Barrel rauskriegst. Und das sind so die Systeme, wo ich finde, Preis-Leistung passt für mich super. Auch hier kann ich dann nochmal einen Abschluss, glaube ich, bringen zu den Flights insgesamt. Den nehme ich da mal beiseite, weil von Schott spiele ich die Flights sehr, sehr gerne. Das ist hier Odin Spare, aber da gibt es verschiedene andere Designs. Das ist auch ein Schott Flight. Die haben auch immer eine schöne Transparenz, super Haltbarkeit, finde ich. Macht wirklich viel Spaß. Winmore Prism Force haben geile Designs, sind auch wirklich haltbare Flights. Habe ich extrem viele Formen, Farben, Varianten, also Formen, Standardformen. Aber ihr wisst, was ich meine, spiele ich auch sehr gerne auf diesem System. Loxley hat jetzt neuerdings auch sehr, sehr schöne Flights rausgebracht. Finde ich, sind auch mal was anderes und bislang auch recht haltbar. Und richtig krass haltbar, finde ich, sind immer Pentathlon Flights, wenn es die mal irgendwo im Angebot gibt. Ach, und einen Flight kann ich ja auch noch mit reinbringen, und zwar von Data Dart. Da gibt es auch einige, auch glaube ich jetzt in neuen Designs, muss ich auch sagen, sind super haltbare. Also ähnlich wie Pentathlon, von Data Dart gibt es auch schöne Formen und manchmal auch Designs, wo ich sage, wenn es die mal irgendwo günstig im Angebot gibt, dann haue ich mir da gleich mal einen Vorrat mit rein. Während mir L-Style, wie gesagt, gefühlt ein bisschen zu langsam ist, ist mir Condor X wiederum ein Ticken zu schnell in der Luft und oft vom Steckwinkel halt nicht so, dass ich da die Flights anspielen kann, weil mir dann die Deflects wieder zu groß werden. Ein richtig guter Kompromiss, an den ich mich jetzt gerade anfange zu gewöhnen, sind die ganzen Cosmo-Shaft-Flight-Kombinationen. Die vereinen, finde ich, alle Vorteile aus den Welten der anderen Systeme. Hier in einem wirklich super smarten und auch gut gemachten System, das so Preis-Leistung, finde ich, echt absolut in Ordnung ist. Wie gesagt, das entdecke ich so nach und nach gerade für mich, weil man sich da wirklich was schafft, Längen und Flightformen und so weiter anbelangt, auch richtig reinbuddeln kann. Da würde ich mal sagen, sind meine Skills noch gar nicht so ausreichend, dass ich da wirklich jedes Quäntchen ausnutzen muss. Und so lange komme ich hier mit meinen Favorites, sage ich mal, auch wunderbar zurecht, um das schnelle Setup für mich zu finden. Wie gesagt, das ist... So, liebe Dartsportfreunde, das war also ein kleiner Einblick und Überblick über Shaft-Flight-Systeme und Kombos, die ich so ausprobiert habe. Systeme, bei denen ich hängen geblieben bin und andere Systeme, wo ich sage, die würde ich jetzt vielleicht nicht nochmal extra kaufen oder auf Vorrat bei mir haben. Schreibt mir unten gerne in die Kommentare, welche Setups für euch gut funktionieren, vielleicht auch, warum genau diese Setups für euch gut funktionieren, also was eure wichtigen Kriterien daran sind. Ich sage lieben Dank fürs Zuschauen, lieben Dank auch für eure Kommentare und Anregungen. Bis zum nächsten Video. Tschüss, ciao, good darts, euer Olli.